Die Tourismuschefin der Stadt Waidhofen hat das neue Kursbuch 2015 gemeinsam mit Tourismusstadtrat Rechberger und Bürgermeister Krammer vorgestellt. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Eckpunkte in Ihrem Kursbuch 2015? An erster Stelle stehen für mich die touristischen Partner und Akteure in Waidhofen, weil ohne die geht es nicht. Es geht nicht ohne die Hoteliers, ohne die Gastronomie und sonstige Anbieter. Wenn es kein Angebot gibt, dann kann ich als Tourismusbüro relativ wenig tun. Und gleichzeitig geht es nicht ohne die touristischen Partner wie Eisenstraße und MTG, also Mostviertel Tourismus GmbH, weil ohne die kommen wir nicht sehr weit über unseren Tellerrand heraus. Fangen wir gleich bei den Gastronomen und Hoteliers an. Wie wollen Sie die motivieren, um auf eine andere Ebene, was den Tourismus betrifft, zu kommen? Anfangen werde ich einfach mit Kommunikation, so wie wir das auch dieses Jahr schon begonnen haben. Wir haben einen Newsletter gestartet, einen Fachnewsletter mit Tourismusinformationen, Brancheninformationen, aber auch der immer wieder über unsere Arbeit im Tourismusbüro berichtet. Der wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben viele Rückmeldungen. Ich sehe genau, welche Themen besonders interessieren. Das heißt, ich kann den dann auch auf die Bedürfnisse der Partner anpassen. Und das soll ein erster Schritt sein, um in Kommunikation zu treten, weil wenn man nicht miteinander redet, wenn kein Austausch stattfindet, dann wird man auch wenig anderes erreichen können gemeinsam. Die Analyse von Sarah Helm ist schonungslos in der Aufdeckung der bestehenden Schwächen. Waidhofen ist eine Genussstadt, hat aber kaum ein ferientouristisches Angebot und stützt sich nur auf den Tagesausflügler. Auch eine Profilierung auf dem Business-Sektor fehle, sowie überhaupt jede Information über eine Gästestruktur. Die Zusammenarbeit zwischen Tourismusbüro und Tourismuspartner sei mangelhaft und Öffnungszeiten sowie Internetauftritt seien stark verbesserungswürdig. Hier setzt sie an, und zwar mit dem Blick auf Business und Tagestourismus. Beim Schwerpunkt Businesskunden setzt man auf Vermietung von Seminarräumen und Know-how-Transfer und auf den Hochzeitsmarkt, für den die Stadt sehr geeignet ist. Dieses Kursbuch versucht vor allem gegenüber dem Vorgänger etwas spitzer zu sein, auch etwas schlanker, um bewusst die Ressourcen, die immer ja auch limitiert sind, auf bestimmte Dinge zu richten, wo man die größte Chance hat, etwas zu bewegen und auch bewusst Dinge weglässt, die nur Ressourcen kosten werden oder kosten würden und wenig Erfolg versprechen. Es ist nun so, dass sehr starken Wert auf Business-Tourismus gelegt wird, also Ihr Metier. Inwieweit gibt es hier da positive Trends für die Zukunft? Der Wirtschaftstourismus hängt natürlich ein bisschen von der volkswirtschaftlichen Gesamtentwicklung ab. Nach ein paar schwierigen Jahren sind die Zukunftsprognosen deutlich besser. Das heißt, es verspricht auch weiterhin hier der Markt zu wachsen. Und Waidhofen hat ein sehr gutes Potenzial, um hier gut anzudocken. Im Bereich Freizeit möchte man den Stadtflanierer und Picknickfan ansprechen, der auch die Umgebung bewandern sowie beradeln soll. Das ambitionierte Ziel für 2020: rund 6.500 mehr Tagesgäste pro Jahr, die Anhebung der Bettenauslastung auf das niederösterreichische Durchschnittsniveau, 33% mehr Nächtigungen und mehr verfügbare Betten für den gut gehenden Sektor Urlaub am Bauernhof. Ein neuer Fuß ist beispielsweise die Öffnung des Tourismusbüros auf 7 Tage. Das ist Service am Kunden, Service am Bürger und vor allem der Service für unsere Gäste. Das ist der erste Punkt, der Gott sei Dank bereits geschehen ist. Weiters haben wir jetzt dieses Kursbuch bis 2020 so weit gestaltet, um uns nach außen zu öffnen, um neue Ideen einzubringen. Und das Kursbuch ist natürlich erweiterbar und es kann jederzeit etwas Neues hineinkommen, aber die Eckpunkte sind eben der Freizeittourismus, den wir stärken wollen, der Business-Tourismus, den wir stärken wollen und natürlich auch die Tagesausflüge, die wir noch mehr nach Waidhofen locken wollen. Wie gesagt, vor allem Firmenkunden, Businesskunden und auch Gäste,
das man nicht unterschätzen darf, aus dem Buchenberg heim, das sind diese Besucher, die am Wochenende diese Kurgäste besuchen, dass wir die in Weidhofen halten, beziehungsweise mit unseren dazu tun, dass sie wiederkommen nach Weidhofen und auch Urlaub machen dann da. Also Weidhofen hat eine gute Perspektive. Eine ausgezeichnete Perspektive, nur nutzen müssen wir es. Hat ein Jahr gedauert, bis dass wir das Konzept jetzt präsentiert bekommen haben. Kann eben sagen, dass das von meiner Seite aus das trifft, was ich auch empfinde. Kann nicht mit allen konform gehen, aber mit sehr vielen aus diesem Papier. Mit welchen Sachen können Sie konform gehen und mit welchen nicht? Ja, wie gesagt, ich sehe die Fokussierung auf den Business Gast ist eine sehr wichtige und auch eine richtige Entscheidung, wie ich denke. Was ich sehr spannend finde in diesem Papier ist auch die Messbarkeit der Ziele. Das macht das Papier für mich sehr interessant. Und mit was ich jetzt nicht ganz konform gehen kann, ist das Picknick, sage ich jetzt einmal, weil mein USP der Sessel und der Tisch ist, sage ich jetzt einmal. Ja, wie gesagt, bei mir, ich biete den Rest dazu an, sage ich jetzt einmal, und nicht nur, um sich in die Witze zu setzen. Ein Kursbuch gibt grundsätzlich eine Strategie vor. Die Umsetzung kann aber nur gemeinsam mit den Tourismuspartnern erfolgen, die Potenziale auch erkennen müssen.